Österreich will punkten beim Song Contest. Und sie soll es richten. Die bärtigste Frau des Landes. Sie will Europas Herzen erobern und uns den Weg ins Finale ersingern. In weniger als einer Stunde wird es in Kopenhagen heißen: Yes, Conchita, Prost! Nie zuvor rief eine Song Contest-Teilnehmerin derart unterschiedliche Reaktionen hervor. Vor allem im eigenen Land. Das ist die Conchita Wurst. Ich finde es gut, dass manche Leute vielleicht über so eine Figur herangeführt werden an etwas anderes. Conchita! Da wird mir schlecht, aber ist egal. Da kann ich gleich meine Großmutter nennen. Sie auf Lady und an Bord. I don't care. What does it matter? It's a good-looking person either way. Oh, nice, good. Ob Mann oder Frau, keiner weiß es genau. Dabei ist es kein Geheimnis. Conchita, das ist Tom Neuwirth. 2006 verschwindet er nach Starmania von der Bildfläche. 5 Jahre später entsteigt er wie ein Phönix der Asche als Conchita Wurst. Ihre Berufung zum Song Contest spaltet die Nation. Tausende Österreicher melden sich zu Wort. Zu Conchita hat jeder eine Meinung. Ja, halb Mann, halb Frau. Ja, für mich schaut das mehr aus wie so eine Karikatur. Es schaut nicht echt aus. Also herrlich, ja. Ich finde, sie hat eine schöne Stimme. Für mich persönlich stört der Bart nicht. Wenn er sich so wohl fühlt, dann ist das in Ordnung. Mit Bart, ohne Bart, Mann oder Frau. Egal. Heute hofft das ganze Land auf 12 Points for Austria. Der Weg zum Song Contest ist hart und bedeutet einen vollen Terminkalender. Knapp 6 Wochen bis zur Abfahrt nach Kopenhagen. Für Conchita heißt das viele Stunden im Musikstudio und Feinschliff am Song. Waking in the rubble, walking over glass. Mit nur einem Song sollen die Herzen ganz Europas erobert werden. Keine leichte Aufgabe. Ich hatte dann um die 100 Songs am Tisch liegen und habe mich dann eigentlich nach dem ersten Mal anhören in Rise Like a Phoenix verliebt. Und deswegen habe ich mal meinem Bauchgefühl vertraut. Das richtige Bauchgefühl hat sie, aber ihr Magen ist auch ein wenig flau. Once I'm transformed, once I'm reborn. Ah, du musst dich mehr freuen dort. Nicht freuen ist das falsche Wort, aber einfach zu Hause ankommen. Once I'm reborn, du kommst zu Hause an. Das ist so dieses sicher zu Hause ankommen, so ja. Dieses Fahr, die Füße wieder am Boden. Okay. Es wurde tatsächlich Tag und Nacht an diesem Lied gearbeitet. Und wir standen selbst kurz vor der Deadline noch bis spät nachts im Studio. Und das hat mich schon sehr, sehr, sehr viel Kraft gekostet. Stressig war es. Das war sehr stressig. In 2 Wochen das zu zimmern, das ist eine große Produktion. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the... Sorry, David, irgendwie... Ich hab ständig dieses Kratzen im Hals. Ja, oft sollte man... vielleicht sollte man es mal in Abschnitten probieren ein bisschen, weißt du, so Strophe, Refrain. Es ist immer das Gleiche. Dann, wie wir schon mal gesprochen haben, du kennst die Situation, wo du dann gesagt wird, und jetzt ist Aufnahme. Und dann macht alles zu. Das ist so bescheuert, weil ich bin weder erkältet noch sonst irgendwas. Nur ich stehe da und blockiere mich selbst die ganze Zeit. Du denkst noch immer zu viel beim Singen, gell? Ja. Ja, einfach denk. Ich denke die ganze Zeit von Note zu Note. Ja, denk lieber an Wälder und Wiesen und Vögel und Schilf und Wasser und an irgendeinen Scheißdreck. An Wälder und Wiesen. Ja, es läuft eigentlich relativ gut, also es könnte besser laufen. Es ist der 11. Tag und ich merke mittlerweile, dass es schon wirklich an den Kräften zehrt. Und es ist einfach nur meine Psyche, die sagt, du musst jetzt und musst jetzt und musst jetzt. Und von diesem Perfektionswahn wird es eigentlich nur noch schlimmer. Und jetzt habe ich auch noch irgendwie so einen kleinen Anflug von Zahnschmerzen. Ich will aber gar nicht so darüber reden, ich ignoriere das jetzt einfach mal weg und da wird nichts weiter sein. Mehr als 100 Millionen Zuschauer werden Conchitas Auftritt in Kopenhagen sehen. Da flattern die Nerven. Once I'm reborn, you know I will rise
But you're my flame. Na bitte. Du, das wird? Cool. Das wird? Das wird? Es gibt dann so Töne, wo ich mir denke, ist das jetzt eine Frau mit einer tiefen Stimme oder ein Mann mit einer hohen? Es ist toll, toll. Ich mag das auch, weil das irgendwie bei ihm total authentisch ist. Er verstellt sich auch nicht, er ist einfach so. Natürlich ist es anstrengend. Klar sind gerade diese hohen Töne und dieses Durchhalten. Und es ist schon auch, jetzt nicht direkt Sport, aber einem wird schon warm dabei, wenn man dieses Lied irgendwie 12-mal hintereinander singt. Also das ist schon auch eine körperliche Herausforderung, ob das gesund ist. Wer weiß. Besonders in anstrengenden Zeiten wie diesen braucht Conchita ihre Freunde. Das ist echt ein Wahnsinn. Da stehe ich im Studio und habe so einen Leistungsdruck, wenn es irgendwie darum geht, dass die finalen Strophen einzusingen. Mhm. Und dann klappt das nicht. Ich habe immer ein Räuspern im Hals und hier zu Hause singe ich wie... Ja, trink was davon. Ja, aber das mache ich ja doch. Nein, das ist einfach nur psychosomatisch. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Psychisch krank. Ach Gott, du bist mir eine Hilfe. Der Bart. Psychisch krank, das sind ganz eigentlich gut. Aufhören, gell? Ist auch, ja. Mach du weiter für mich. Okay. Sing du für mich. La, 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 la. Matthias ist mein Hairstylist. Aber nicht nur das, sondern wir sind die besten Freunde und wohnen mittlerweile seit 8 Jahren zusammen. Also Matthias ist wohl die einzige Person, die es schafft, jeglichen Kummer oder Zorn aus meinem System zu fegen. Ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger Morgenmuffel. Ich sehe Matthias in der Früh und muss schon lachen. Na dann, im derzeitigen Trubel ist jede Aufmunterung willkommen. Es steht auch nur ein einziger Tag zur Verfügung, um den Videoclip für Rise Like a Phoenix zu drehen. Auch hier, ohne Freunde geht nichts. Wenn ich unterwegs bin, kommt das sehr, sehr selten vor, dass ich irgendwo alleine aufschlage. Das sind zum einen natürlich Matthias, der meine Haare macht, dann Tamara Mascara, die mein Gesicht anmalt und Nicole, die uns in allen Belangen unterstützt. Wer ist eigentlich geschlafen? Naja, wie immer nicht gut eingeschlafen. Ich glaube, ich habe so 3 Stunden geschlafen, aber ich glaube, das ist irgendwie auch die Aufregung, dass ich nicht müde bin. Wann bist du schlafen gegangen? Keine Ahnung, ich habe nicht die Uhr. Aber es war auf jeden Fall weit nach Mitternacht. Tue ich dir weh an der Kopfhaut? Nein, es geht. Gut, ist okay. Es zieht heute nicht so wie sonst. Ja, ein großes Geheimnis kann ich lüften. Es sind zwar echte Haare, aber nicht meine echten Haare. Nicht so geheimnisvoll dagegen ist das Konzept zum Videoclip. Wir haben eine künstliche Studiowelt kreiert mit roten Elementen, die sozusagen ein bisschen auch das Rot-Weiß-Rot in den Vordergrund bringen, auch für den Song Contest. Und los! Bis zu diesem Zeitpunkt war der Song noch nie außerhalb des Studios zu hören. Walking over glass. Ich kriege einfach sehr, sehr viel Input von meinen Freunden und auf deren Meinung lege ich sehr viel Wert. Und die hören Rise Like a Phoenix zum ersten Mal. Hat! Sehr schön. Was sagt ihr zum Lied? Also ich finde den Song echt cool. Dankeschön. Gerne. Ich war schon ein bisschen nervös, ich habe den alle nicht gehört. Und dann zupft sie ständig an mir rum und keiner sagt ein Wort. Ich finde das so cool, weil also es ist so Adele-mäßig. Es ist keine Ballade, aber es ist auch nicht so eine Abtempo-Nummer und ich finde es sehr cool. Passt. Dankeschön. Gerne. Los. Matthias ist ein Mensch, der kann nicht lügen. Selbst wenn er das gerne möchte, er kann es nicht, weil man es sofort merkt. Scheiße. Na, ich bin mir nicht sicher, ob es für einen Grand Prix so gut ist, der Song, weil er eben spezieller ist. Es ist ein schwerer Song. Er ist nicht so wie die ganzen anderen 0815 Grand Prix Songs.
die sonst da waren. Nein, ich finde, dass er zur Figur sehr gut passt, weil man darf nicht vergessen, dass 100 Millionen Menschen fast zuschauen und vielleicht 1 Million sie bis jetzt kennt. Und dann sitzt man vom Fernsehen und ist gefesselt von der Figur und überlegt, okay, was ist das jetzt? Und dann kann die auch noch singen. Und deswegen finde ich die Nummer so großartig, dass es eben keine Disco-Nummer ist. Zu einer Disco-Nummer gehören Tanzeinlagen. Die bleiben Conchita mit ihrer Ballade erspart. Cut! Danke, sehr schön. Trotzdem ist der Videodreh nicht weniger anstrengend. Jetzt lassen wir nur mal ein paar runterrieseln und schauen uns das einmal an. Ich stehe jetzt irgendwie schon 4 Stunden, denke ich, auf einer Stelle. Ich darf gar nicht drüber nachdenken, weil ich glaube, dann tun meine Füße weh. Aber nee, danke fürs dran erinnern. Ich glaube, einfach jede Frau, die schon mal in so 13 cm Stilettos durch die Gegend gegangen ist, ist einfach das Schlimmste, in denen zu stehen und einfach die ganze Zeit zu stehen. Und das ist echt schmerzhaft und deshalb, man muss diese einfach Disziplin auch wirklich hoch anrechnen. Gut, ja, bitte. Playback jetzt. Alle Anstrengungen haben sich gelohnt. Das fertige Video wurde mittlerweile 2 Millionen Mal im Internet angeklickt. Ein gutes Zeichen für das Halbfinale heute. Conchita weiß, um beim Song Contest eine Chance zu haben, muss alles stimmen. Deshalb hat sie ein Auge auf jedes Detail. Das ist nicht ihr Ernst. Was? Ich habe gerade den Vorschlag bekommen für das CD-Cover. Mach, zeig. Mit der Bitte, es abzusegnen, weil wenig Zeit ist. So bin ich denn ernst? Ja, ich finde das ganz furchtbar. Ich finde den Winkel nicht gut. Ich finde, ich schaue da nicht mal aus wie ich. Doch, das schon, aber es ist nichtssagend. Vor allem, ist das schon retuschiert? Ja, also das ist eine komische... Also komische Haut auch. Ja, das ist nicht retuschiert. Ganz ehrlich. Also muss jetzt gar nicht so sein. Vergleich. Ja, ich hab nun mal größere Poren. Nein, ist nicht retuschiert. Oh Gott. Gibt's denn mal, was ist nicht ein Covershooting? Na, ich habe ja ein Shooting gemacht und ich habe denen auch eine Auswahl geschickt von Bildern, die mir gefallen. Natürlich war das nicht dabei. Sonst würde ich ja jetzt nicht so ausrasten. Aber zeig mal. Das ist doch viel besser, oder? Na eh. Das ist super. Also viel besser als vorige, viel besser. Der Bart ehrlich? Stört halt. Ja, aber dann müssen wir von vorne anfangen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Für den großen Auftritt ist noch einiges zu organisieren. So auch das perfekte Outfit. Und wie jede Frau überlässt Conchita in Modefragen nichts dem Zufall. Das Kleid für den Song Contest ist vor allem für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe keine Ahnung, wie viele Nächte ich tatsächlich damit verbracht habe, mein Kleid zu entwerfen. Ich habe da zig Ideen verworfen. Conchita ist gelernte Schneiderin. Das wichtigste Kleid ihres Lebens fertigen aber erfahrene Profis. Wir produzieren normalerweise die ganzen Kostüme für das Bundestheater. Also unser Auftrag ist jetzt, das Kleid, mit dem Conchita Wurst in Kopenhagen auftreten wird, beim Song Contest, hier zu entwickeln und anzufertigen. Und heute ist Maßnehmen und Modellbesprechung. Und zu besprechen gibt es viel. Wir machen ein Korsett drunter. Also ich muss halt zu bedenken geben, ich liebe es, eingeschnürt zu sein, aber ich muss halt auch noch singen können. Mhm. Aber ein bisschen Form geben soll schon, also es eben, geht schon. Ich mache. 64. Ach, die 4 hätten wir auch noch wegmachen können. Das macht keine Zeit. Ja. Bei den Maßen von Conchita Wurst, ja, da werden sicher manche Frauen eine Träne im Auge haben. Ja, das sind wirklich fast unerreichbar für die Durchschnittsbürger. Ja, also Sissi Taille habe ich ja jetzt auch nicht. Ne? Die hatte irgendwie nur 60, oder? Wie ist das überliefert? Ich glaube 55. 59. Naja, wenn es beim Rest nichts auszusetzen gibt. Also brusttechnisch sind wir natürlich variabel, aber ich denke, das ist irgendwie delikat und nicht zu groß und jetzt nicht wird alles verraten. Jetzt wird alles verraten. 88.
Kannst du mal sehen. Perfekte Proportion. Ja, das ist die perfekte Proportion. Ist ja alles unecht. Kann ich ja variieren, wie ich möchte. Ne? So. Nein, ich mache mein Kleid nicht selbst. Ich habe ja in Graz die Modeschule gemacht, aber nee, ich bin da viel zu ungeduldig. Ich habe immer aufgehört, das Kleidungsstück fertigzustellen, sobald ich es anziehen konnte. War es für mich schon genug. Einfüttern. Das ist eine französische Spitze. Das macht nicht zu dick aufgetragen. Das finde ich super, weil es erwartet sich jeder. Jeder denkt sich, ja, jetzt kommt die Frau mit Bart natürlich. Mhm. Federn und was weiß ich, und vielleicht noch irgendwie ein Leopard an der Leine. Aber das bin ich eben gar nicht. Ich brauche kein Bühnen-Show-Outfit, weil ich bin kein Showgirl. Ich will einfach, als hätte man mich von der... So geboren. Genau. Eigentlich so geboren. Also mein Traumkleid ist vorwiegend Gold und es muss glitzern, weil ich liebe es einfach, wenn es glitzert, aber auch nicht billig. Es muss einfach schön aussehen. Es muss so aussehen, als würde meine Haut quasi, als würde aus meiner Haut die Spitze rauswachsen. Wir sehen uns dann wieder so... In 3 Wochen? Ich freue mich schon sehr. Ja, und dann darf ich das erste Mal reinschlüpfen. Natürlich. Dankeschön. Schönen Tag. Bald wieder. Und wir sehen uns bald wieder. Ja. Da komme ich dann einkaufen. Ja. Und wir sehen das Kleid in einer halben Stunde auf der Song Contest Bühne. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dann passiert es natürlich, dass Menschen mich ansprechen. Und die Fragen, die dann gestellt werden, sind immer sehr, sehr interessant. Darf ich etwas fragen? Natürlich können Sie was fragen. Sie sind doch die Vertretung für uns für den Song Contest. Stimmt ja, das? So ist es. Finden Sie das richtig, dass Sie als Mann oder Frau, wissen Sie selber, was Sie sind? Ja, ich weiß das ganz genau. Sind Sie genau. Ein Mann? Ja. Und Sie vertreten uns als Frau? Genau. Und das ganze Land lacht über uns. Ich glaube nicht, dass ich jemanden lächerlich mache. Also ich als normal sterblicher Bürger von da finde es beschämend, dass man sie von Ihnen zum Beispiel vertreten lassen muss. Weil ich mich damit nicht identifizieren kann. Das verstehe ich, dass Sie sich nicht damit identifizieren können. Und ich auch nicht, muss ich auch sagen. Das ist natürlich Ihr freier Wille und darum geht es mir ja auch. Ich sage ja auch gar nicht, dass man das toll finden muss und dass man mich toll finden muss. Das gar nicht. Ich möchte nur, dass es akzeptiert und toleriert wird, weil ich tue niemandem damit weh. Und das ist genau das, worum aber es geht. Der reifere, ältere Österreicher kann sich damit nicht anfreunden und der findet es eher beschämend. Ich fühle mich damit persönlich angesprochen und kann mich damit nicht identifizieren. Aber das finde ich auch in Ordnung und das ist auch Ihr gutes Recht, das zu sagen. Ich fühle mich sogar eher als beleidigt. Ich wünsche Ihnen nichtsdestotrotz einen schönen Abend. Und bin ich aber sicher. Darauf wette ich. Gut, die Hand gebe ich Ihnen nicht. Das müssen Sie auch nicht. Bin ich nicht so erzogen worden. Wenn das nicht Ihrer Entziehung entspricht, dass Sie höflich sind, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Danke. Diese Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie genauso ein Land repräsentieren mit diesen Aussagen. Mit Kritik kann ich gut umgehen. Aber wenn ich beleidigt werde, dann denke ich mir zum einen, ach du meine Güte. Und da fragt sich noch jemand, warum ich das mache, was ich mache. Bester Freund und Friseur Matthias aber bereitet Sorgen. Es geht jetzt einfach nur darum, dass du jetzt mal jemand hast, auch für die Haare, dass deine Haare schön sind beim Auftritt und bei den vorigen Auftritten, die du dort hast. Ich habe keine Ahnung, wie das dort abnimmt. Wann hast du den nächsten Termin? Nächste Woche Donnerstag. Und ich hoffe, die röntgen noch mal, schauen das Röntgenbild an und sagen dann, wow, diese Knochen sind super wieder verheilt. Ja. Gerade in der Vorbereitungszeit für den Song Contest liegen die Nerven blank. Und dann ist auch noch wahrscheinlich das Schrecklichste passiert, was passieren hätte können. Matthias hat sich die Schulter gebrochen. Aber was heißt das jetzt? Zeittechnisch meine ich. Von dem höre ich, das dauert dann noch 4 Wochen. Nach diesen 3 Wochen, die ich jetzt im Verband habe. Ja, aber Matthias ist mal ohne Scheiß. Ich weiß es. Wie soll man das jetzt machen? Für mich das Schlimmste wäre, wenn er nicht mitfliegen könnte. Wenn ich nicht alle meine Freunde bei mir hätte. Das wäre ganz, ganz furchtbar. Haben wir keine Alternative? Jetzt mal ganz ehrlich. Eine andere Person, die dir die Haare macht. Ja. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Naja, aber das heißt jetzt, dass... Oh Gott.
Mich kotzt extrem an. Ja, das. Erstens wäre ich gerne dabei, mal die Show zu sehen. Zweitens würde ich dich gerne unterstützen. Drittens bin ich der Einzige, der mit deinen Haaren umgehen kann. Ersatz für die Haare lässt sich schon irgendwie unter Umständen finden. Das Problem ist nur das, dass ich dich dann quasi als Privatperson einbuchen muss. Und das wird halt scheiß teuer. Knapp 3 Wochen. Ob das ausreicht, damit der Schulterbruch heilt? Untätig bleibt Conchita inzwischen nicht. Ja, also der Song wird ja erst morgen veröffentlicht. Aber ich habe mir gedacht, warum zeige ich meinen Freunden und Lieben nicht schon mal vorab, wie sich das so anhören wird. Darf man eigentlich nicht, ist mir aber herzlich egal. Von daher bin ich schon ziemlich gespannt. Ich hatte in den letzten Wochen so gut wie gar keine Zeit für meine Freunde. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich die vor Dänemark jetzt noch mal sehe, weil ich brauche jetzt auch ein bisschen Balsam für die Seele. Und dafür sind die genau die Richtigen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren. Aber am meisten freue ich mich drauf, dass ich sie dann alle noch mal in den Arm nehmen kann. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. So klingt er, der noch geheimste Song Österreichs. Ohne ihn an einen Anlass zu nennen, hat Conchita ihre besten Freunde eingeladen. Und die beschäftigt alle nur eine Frage. Was wird jetzt passieren? Ich bin die Britta und ich weiß noch nicht genau, warum ich heute hier bin. Aber ich bin eine Freundin von der lieben Conchi und ich bin auch ihre Zahnärztin. Ich bin heute, weil meine gute Freundin Conchita mich eingeladen hat zu einer Überraschung. Sie hat gesagt, kommt her, wir sind alle da und jetzt sind wir da und warten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, ich habe nur gehört, es ist was geplant und wenn Conchita überrascht, dann ist es meistens ziemlich lustig und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber... Das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich so nervös werde. Aber ich bin nervös. Und gerade, weil ich kenne das auch, immer wenn ich eigentlich für Leute singe, die mir wahnsinnig am Herzen liegen, bin ich immer sehr, sehr aufgeregt. Das ist jetzt auch gerade der Fall. Ich dachte eigentlich, ich wäre cooler. Bin ich gerade nicht so. Keine Angst, auch die Freunde sind aufgeregt und halten es vor Spannung auf die Hauptperson des Abends kaum noch aus. Ich bin so aufgeregt. Wo fange ich an? Erstens mal danke, dass ihr alle gekommen seid. Es war mir wahnsinnig wichtig, dass ich euch alle vor Kopenhagen noch mal sehe, weil... Nein, nicht heulen. Ich heule auch gleich. Ich merke gerade in dieser Zeit, wo es so wahnsinnig stressig ist, dass ich euch sehr, sehr, sehr vermisse, weil ich genau gar keine Zeit habe, irgendwie irgendwas mit euch zu machen. Und vielleicht habt ihr davon gehört, dass morgen die Weltpremiere ist meines Songs. Und mir wurde nicht erlaubt, darüber zu sprechen, Interviews oder sonst irgendwas. Und ich habe mich auch euch gegenüber relativ bedeckt gehalten. Aber ich werde euch jetzt gleich den Song vorsingen, auf den die Welt wartet. Der Song heißt Rise Like a Phoenix. Und wie es der Titel schon sagt, geht es auch irgendwie ein bisschen um die Thematik, die dieses Sprichwort beinhaltet, wie ein Phönix aus der Asche. Ich denke, das kennt irgendwie jeder von uns, wenn er eine Scheißzeit hat, dann denkt man irgendwie, das wird nie wieder besser, wird's aber. Und im besten Fall lernt man auch noch was draus und wird noch mal ein Stück weit ein besseres Ich. Und darum geht's in diesem Song.
my Die Meinung meiner Freunde bzw. meine Freunde im Generellen sind mir extrem wichtig. Das sind die, die mich zu dem machen, was ich bin und mich bedingungslos lieben und unterstützen. Und deswegen durften die auch in diesem wahnsinnig spannenden Prozess nicht fehlen. Gänsehaut. Gänsehaut. Auf beiden Händen. Gänsehaut pur, Hammer, die Stimme. Oh, Wahnsinn. Weltklasse. Die Message, die rübergekommen ist, die spürt man einfach. Und ich glaube, dass die Conchita als Person, so wie sie ist, das, was sie präsentiert, dass sie genau so einen Text braucht, so einen Song braucht, um Europa zu zeigen, dass wir Österreicher doch was Besonderes sind und auch mit der Conchita eine besondere Botschaft nach außen tragen wollen. Ja, ich bin sehr erleichtert. Irgendwie so mit dieser Live-Performance habe ich schon wieder ein besseres Gefühl und jetzt bin ich für mich auch jetzt ein bisschen entspannter, weil ich weiß, dass es live klappt. Dafür klappen ganz banale Dinge nicht mehr so einfach. Je näher der Tag kommt, an dem ich nach Kopenhagen fliege, desto schlechter schlafe ich. Also ich schlafe irgendwie so 2-3 Stunden pro Nacht und das zerrt schon extrem an meinen Kräften. I can't find no sleep, I never sleep at night. I stop counting sheep, I can see their eyes and the lights will shine to. Ich denke die ganze Nacht über die verschiedensten Dinge nach, sei es nun, wie wird der nächste Auftritt sein, war das Interview gut, einfach alles. Ich denke an alles Mögliche, mein Kopf lässt mich nicht schlafen. Zeit zum Schlafen bleibt eh nicht. In den Wochen vor dem Abflug nach Kopenhagen stehen für Conchita jede Menge Termine an. Und endlich wird auch ihr Contest-Song veröffentlicht. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die Presse sagen wird, weil ich habe natürlich jeder eine Meinung. Wir haben so lange auf heute hingearbeitet und heute ist es endlich soweit, dass man das Baby herzeigen darf. Und das ist ja heute ist irgendwie der Kick-off für alles. Und den richtigen Kick gibt die Premiere von Rise Like a Phoenix vor der Fachpresse. Conchita vs. Peter. Wie wichtig ist dir die Veranstaltung Song Contest? Mir ist es extrem wichtig und ich sehe mich da sitzen als 12-jähriges Kind mit meiner Mama und wir haben wirklich jedes Mal den Song Contest geguckt. Und meine Mama und ich haben vielleicht, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so auf die Lieder gehört, sondern eher auf die Outfits und die Haare. Deswegen freue ich mich so wahnsinnig, dass es jetzt geklappt hat. Und ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt und habe ein wunderschönes Lied. Und ich kann es kaum erwarten. Genau wie die Journalisten es nicht erwarten können, alles zu erfahren. Noch ist alles ganz cool und alles relaxed und ich gehe einfach Step by Step und jetzt sind noch viele Reisen. Conchita Wurst ist auf jeden Fall die richtige Vertreterin für Österreich. Sie polarisiert meiner Meinung nach immer noch ein bisschen und das rüttelt auf und schafft noch mehr Aufmerksamkeit. Wir haben heute im Ö3-Wecker das erste Mal den Song gespielt, quasi eine Weltpremiere.
Und das Feedback der Hörer, da war es durchwegs positiv. Also Frauen sowieso, Frauen lieben den Song, Männer sind skeptisch. Was sind denn deine Erwartungen für den Song Contest? Ich denke, dass alle Kandidaten, und das finde ich auch gut, mit dem Gedanken hingehen, gewinnen zu wollen. Prinzipiell schön, wenn wir das Finale erreichen. Finale wäre toll. Bei Journalisten ist es immer ein bisschen schwierig zu deuten, wie der Applaus gemeint ist. Das würden wir dann morgen in den Zeitungen lesen, was sie davon halten. Aber ich denke, das Lied ist schon gut angekommen. Wie geht's jetzt weiter, bitte? Ich darf weiter herumfliegen, was mir sehr viel Spaß macht. Wir sind Phoenix. Wir sind jetzt nächste Woche in Madrid, dann fliegen wir direkt nach Riga, dann ist Antwerpen, Amsterdam, London, freue ich mich schon sehr. Um die Werbetrommel für den österreichischen Beitrag zu rühren, geht's für Conchita quer durch Europa. Es ist für mich einfach immer wieder eine sehr aufregende Situation, in ein Land zu kommen, in dem ich noch nie war. Conchita Wurst. So, wir befinden uns gerade in Madrid. Hallo meine Lieben, ja, ich befinde mich gerade in London. Das liebe ich. Also ich liebe es, Interviews zu geben und ich liebe einfach auch die Aufmerksamkeit. Und Europa liebt Conchita. Please welcome Conchita Wurst. When we're all together after the show, will you be Tom then, or will you still be Conchita, or how does it work? I will stay in there because it takes some time to get everything fixed, so I enjoy being Conchita. Ladies and gentlemen, Conchita Wurst. Der Abflug nach Kopenhagen steht unmittelbar bevor. Nervös? Ja, schon. Davon habe ich seit Jahrzehnten geträumt. Und das ist so unwirklich, oder? Man fliegt da jetzt wirklich hin und macht das einfach. Ich bin froh, dass ich nicht dort auf der Bühne stehen muss. Ich bin schon nervös. Weil ich wäre in deiner Situation eigentlich schon sehr... Ich habe auch genau gewusst, je näher der Tag kommt, desto schlimmer wird es. Und es ist wirklich... wirklich gerade nicht angenehm, drüber nachzudenken, obwohl ich mich natürlich freue, aber... Wie geht's eigentlich deinem Zahn? Den ignoriere ich. Und jetzt? Fliegen wir weg, bald. Bevor es aber losgeht, ist einen Tag vor Abreise noch viel zu erledigen. Zum Glück ist Hilfe im Anmarsch. Ja, hallo. Grüß dich. Hallo. Morgen ist Abflug. Ich bin nicht dazu gekommen, die Wohnung zu putzen. Und es ist meine Omi da. Und das hat die wirklich alle Putzsachen mitgenommen. Du hast deine Uniform mitgenommen. Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber ich bin schon auch froh, dass sie mir da jetzt hilft. Weil ich wüsste nicht, wann ich das jetzt noch machen soll. Zum Glück ist Oma da. Und ein echter Profi. Du müsstest mir das alles zuerst einmal anräumen. Beim nächsten Mal, wenn ich komme, räumst du das zuerst ab. Okay. Das sind die Sachen, die ich liebe. Da braucht man direkt einen kleinen Schwamm. Wo habe ich denn den lassen? Einen kleinen Schwamm. Ich habe welchen. Ich bin schon wieder da. Oh mein Gott, blinde Hände bin ich schon. Da liegen sie drinnen. Ja, da liegen sie. Und anderes fällt. Conchita packt für Kopenhagen und Oma plant ihren nächsten großen Auftritt. Also wenn wir wieder kommen, Conchita, kommen wir zu zweit. Das hat gar keinen Sinn. Alleine. Und leere Sachen schmeißt sie dir mal weg, gell? Oh, nice. Ach du meine Güte, Oma, bitte. Ja, ich kann nicht zum Ballett gehen. Oma, bitte, fahr los. Ja, das ist ja, schau doch mal. Aber die Stange hält dich nicht, Oma. Na, die verlasse ich mir nicht, die steige eh da am Rand. Du brauchst nicht hergehen. Oh Gott. Conchita, ich wäre fertig. Ist das in Ordnung so, wenn ich jetzt Schluss mache? Ja, das ist großartig, Oma, aber ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Wenn Conchita morgen nach Dänemark fährt, ist die Oma natürlich auch aufgeregt. Und wie? Kann ich gar nicht sagen. Sehr sogar.
hast gar keine Ahnung, nicht, wie oft ich auf die denk. Ach Gott, Mami. Mhm. Ich auch an dich. Mhm. Bin wirklich stolz, überstolz, oder? Gibt's einen anderen Ausdruck für? Sehr stolz, mega stolz. Oma ist stolz, die Wohnung glänzt. Die letzte Nacht vor Abflug könnte so entspannt sein. Eigentlich. Ich tut mein Zahn so weh. Oh, fuck. Auf die Britta. Ja, es pocht einfach und der ganze Kopf. Ich kann nicht schlafen. Ich hoffe nur, dass das besser wird bis zum Auftritt.